Hallöchen, wir sind mal wieder auf Aufnahme. Das hüpfende Etwas hier ist die nervige Reisebekleidung von unseren Videokameramenschen. Du spielst Kameramann, ich renne vor und töte alles, so nach dem Motto, also willkommen bei Borderlands 3 und mal schauen, wo uns heute die Reise hinführt. Du kannst gerne auch ein paar Worte zur Begrüßung sagen. Das macht man so. Ja, nein, egal. Merkst du eigentlich einen Unterschied jetzt in der Corona-Krise zu sonst? Ich meine, du hockst ja eh immer nur in deinen Keller. Nö. Zu schwach, Schlappschwanz. Nicht wirklich, oder? Jawohl, erledigt. Oh. Das mit diesen verschiedenen Waffen, nur die macht wirklich Spaß und irgendwas hat mich gerade mega gehittet. Was ist eigentlich hier dieses Schlüsselsymbol? Schlüsselsymbol? Ah, da hier kannst du Fahrzeuge spawnen. Ach so, ja. Und wir können auch mit, also wir müssen dann hier auch mit Fahrzeug weiterfahren. Wir können auch uns einfach, ich spawne mal eins. Ja. Du kannst dann einsteigen, warte, dann müssen wir hier, nehmen wir was Kleines schnell. Ey, warum hat denn jetzt, egal, nehmen wir die Räder. Irgendwie, hier kannst du anscheinend nur Räder spawnen, ja. Ah, nee, doch nicht. Was machst du denn da? Fahr doch da einfach drüber, oder geht das nicht? Willst du bei mir einsteigen? Du brennst noch etwas. Ja, du generierst Erleben, warte. Schön, dicken Raketenwerfer. Das wird keine feindliche Übernahme bleiben. Atlas und Maliwan befinden sich in Verhandlungen. Reese kapiert es nicht. Aber am Ende werden wir eine riesengroße, glückliche Familie sein. Boah, ist ganz du bist das nur los, ein kleiner Fischkammerjäger. Meiner Zeit nicht würdig. Aber das glaub, wird wir sich jetzt ändern, wenn weiter. Du Hand an ja. das Gigahirn legst. Wenn du unter den Füßen von Giganten spielst, wirst du zerquetscht. Das Gigahirn? Wie ist es jetzt kommen? Vielleicht sowas. Kennst du noch einen Brainbug? Hast du jemals Starship Troopers geschaut? Nee. Dann musst du das nachholen. Aber wenn es Gigahirn heißt, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es garantiert mega klein ist. Ja, wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Dose oder sowas. Der Widerstand wird heftig. Der Teil macht mir Spaß. Und dann kämpfen wir uns da mal durch. Oh, hier der Coole mit seinem Lichtschwert. Dies ist dein Testkampf. Beweise dein Kampfgeschick. Ich sehe dir zu. Lauf los, Mensch. Das kann ich mir leider pazifistisch im Weg stehen. Muni auffüllen. Hier ist noch eine Munition. Hier sind noch keine Gegner. Das verwundert mich. Ich glaube. Ah, okay. Oha. Das sieht doch nach einem Gehirn aus. Es ist auf jeden Fall ein Gehirn. Ja, aber ich glaube, es ist eher klein. Aber er hat jetzt kleine nervig. Keine KI. Geheimnisse in Matschhirn. Hackt ihn mit Waffen. Mein Ziel! Der hält ganz schön was aus. Jupp. Guck, der ist ein bisschen über uns. Aber sollten wir hinkriegen. Wenn wir immer fleißig in Bewegung bleiben, sollte das schaffbar sein. Der macht nämlich nicht ganz so viel Schaden. Ich könnte mir vorstellen, wenn sein Schild einmal matsch ist. Sieht ja auch ganz viel Schaden. Oh, ich glaube, da geht irgendwas auf mit deinem Schild da. Ja. Sieht irgendwie nicht so aus. Der schießt doch nicht zurück. Ich kümmere mich noch kurz ein bisschen um den Trash, der hier noch mit rumläuft. Ja, ja. Aber versuche mal ein, zwei Sachen vielleicht am Leben zu lassen, dass man im Notfall nicht wieder heim. Auch eigentlich durch den Soldat. Komischer Hirni.
Also wenn der einen direkt aufs Kommen, musst du aufpassen. Ja, ich muss aber auch in Deckung bleiben. Ja, ich würde gerade sagen, du bist ziemlich angeschlagen. Du aber auch. So. Ach, ich regeneriere. Ach so, ich bin auch weiter hinten und kann in Deckung gehen im Notfall. Ja, ach so, regeneriere das Leben. Ja, ja. Also ich kann für meine Ulti und so, da kriege ich immer wieder Leben drauf, habe ich so eine Spezialfähigkeit. Achso. Ja, ich muss auch irgendwie auch mal meinen Fähigkeitsbaum genau durchlesen. Ja, das werde ich nach der nächsten Aufnahme mal bei mir ganz in Ruhe machen. Ja, und dann vielleicht auch mal wieder, wenn wir morgen geschützt sind, kannst du den bestimmt auch wieder zurücksetzen. Ja, einmal kannst du auch sogar kostenlos das neue setzen. Aber diese kleinen Schuldbots, die gehen ja auf den Sack. Aber du kannst mich wiederbeleben. Nee, wo bist du? Da drüben bist du. Warte, warte. Das schaffst du nicht. Ich glaube, ich krieg jetzt hier auch gerade. Oh, Zero belebt mich wieder. Ich stirbst du die ganze Zeit. Hä? Ich bin, das war jetzt das erste Mal. Achso. Das ist sowas eben schon mal. Nee, da war nur. Da muss ich nur in Deckung gehen, weil mein Leben nicht low war. Die Mucke passt gerade. Die Mucke passt gerade richtig dazu. Elektromucke. So, ich habe jetzt mal noch ein paar Treffer verteilt. Ich hatte doch irgendeine Waffe, die als RPG funktionieren könnte. Also hier noch eine Restpistole könnte vielleicht ganz gut sein. Weil Sniper hilft gegen die jetzt nicht wirklich. Außer dieses RPG-Ding. Vielleicht. Also stimmt, ich habe ja auch ein RPG aufgesammelt. Kann ich den schon ein? Weil ich probiere mal das Teil noch. Nee, kann ich nicht. Gehen wir mal mit der Schrot hier. Oh ja, Schrot auf dem Kopf ist ganz okay. Ich muss halt nur sehr schnell sein. Jetzt bist du nämlich einfach tot. Oh, der Bot irgendwas. Ich glaube, der will Tetris spielen. Oh ja, das ist schön. Ja. Ich kümmere mich mal ein bisschen um seine komische Bekleidung. Aber das Gute ist, der macht nicht so viel Schaden. Sonst hätten wir das Level schon längst 3-4 mal abgekackt. Ja. Aber dafür halten die Dings ganz schön viel aus. Ja, da musst du zuerst die Schilde rausnehmen, dann hast du keine Chance. Ich meine die, der Thresher, der fällt mittlerweile einiges aus. Ja. Gut, ich bin auch leider nicht, aber ich finde es gut noch einiges mal. So, Schilde ja. Oh. Die Wandpistole macht ganz gut Schaden. Ich übernehme das! Ja, ich glaube, der Kollege brennt auch so mit Sniper nochmal drauf. Mit. Ich glaube, gleich haben wir den Honey. Jo. Ja, da ist er doch. Ja, ich hab zu tun. Oi, gut. Ganz viel gut. Ganz große Sniper. Ab Level 12, aber Sniper mit RPG und sieht cool aus. Oh. Und ein neues Schild, was ich danach gebrauchen kann. Gut, ganz viel gut. Mag gut. Granaten explodieren beim Auftreffen, Kavun. Prallt ab und explodiert bis zu 3-mal. Das klingt lustig. Das ist. Und ein Klassenmod für mich. Fliegende Hände. Ach, das ist noch schneller, okay. Das sieht auch ganz cool aus eigentlich. Inventar voll, das darf nicht sein. Ich muss. Ja, mein Inventar ist auch voll. Ich muss auch mal gucken, was ich wegwerfe. Aber ich habe ein bisschen Müll, wow. Ja. Du hast meinem Gigahirn das Hirn weggepustet. Unter Füßen bist du nicht zufrieden, was? Das mein Vater sagte einmal, ich sei an 12. Stelle, um das Unternehmen zu leiten. Also habe ich unseren Stammbaum mit 11 Schnitten zurechtgestutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Denk darüber nach, jetzt wo du mir in die Quere gekommen bist. Achso, den kann ich nicht. So, jetzt werfe ich hier drüben erstmal kurz Dach ab.
Hier ist nämlich auch eine Kiste drin. Ich greife mal in die große rote Kiste. Große rote Kiste ist immer gut. Ui, es leuchtet. Ja gut, Boost-Schild, das muss ich mal kurz durchlesen. Löst Nova-Schaden aus. Nachladegeschwindigkeit, solange das Schild aufgebraucht ist. Das Energieladung scheint erhöht den Waffenschaden um 10%. Gut, das sind halt solche Action-Skill-Schilde. Irgendwie, ich hab in Borderlands noch nie diese Action-Skill-Schilde benutzt. Ich bin irgendwie immer nach klassischer Schildkapazität gegangen. Ja. Die Schrotflinte für Level 11 und die sieht richtig gut aus. Die testen wir doch mal. Für das Ding. So, ich ja. Also irgendwas getroppt. Du kannst auch mal in die Kiste dann reingucken, vielleicht ist ja was für dich dabei. Pistole, Schrotflinte, das kann ich mal mit. Das ist schlechte, das kann ich auch mal mit. Ach, ich habe noch keinen Klassenmod freigeschaltet, darum kann ich ihn noch nicht einsetzen. Okay? Ja. Wo waren die Kiste? Auf der anderen Seite, warte. Da drinnen. Ach, da drinnen. Schrotflinte, ein Klassenmod. Hier ist ein Sirenenmod drin, den nehme ich mal mit. Warte, den droppe ich dir mal. Ja, mit Sirenenmods kannst du jetzt nicht so viel anfangen. Jep, hier. Ja, ich glaube, die nehme ich sogar mal mit. Warte mal, was hast du? Hast du hier auch noch Sachen weggeworfen? Ja, muss ich mal gucken, ob da was dabei ist, was du gebrochen hast. Das kommt nicht mit. Mit den Skillpunkten kann ich auch gleich noch verteilen. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Stimmt. Kisten zum Öffnen. Ich mag Kisten öffnen. Ich will gerne Kisten. So, Kollege, wir können jetzt uns zurück zur Basis begeben. Mhm. Ist hier noch irgendwas? Hier kommen irgendwelche Werbeanzeigen. Gut. Auch nichts Besonderes. Zurück geht's. Hurra. Aber wir müssen zurückfahren. Gibt hier keine irgendwie Abkürzung. Knopf? Nee. An und aus. Das ist mit Geld. Was ist das? Oh. Irgendwas. Leuchtet denn hier? Irgendwas. Hä? Das Auto. Irgendwas mit dem Auto. Oh, das Auto, ja, macht den Griff gerade nicht nehmen. Ach! Ist es da vorne der Typ, der mit irgendwelchen. Ja, da vorne der Typ schießt mit irgendwelchen Laserpumpen. Gut, jetzt sollten wir eigentlich mit dem Auto ohne Probleme fahren können. Ohne dass der uns auf den Keks geht. Ja. Warte, der Seite kann ich nicht schützen. So, los geht's. Rauschen wir zurück. Gut. Geradeaus. Ja. Ich hab's dann auch gemerkt, dass ich irgendwie das jetzt doch lang fahren soll. Hier ist Maxi. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Calypso-Zwillinge lieben Aufmerksamkeit. Das können wir gleich machen, die sie leben ihnen, so. Indem wir ihre Funktürme übernehmen. Warte mal, Mission. Ich guck gleich mal. Nebenmission, goldene Geschenke, befinden sie Steckbriefe? Nein. Crimson Raiders. Hey. Ah ne, das ist auf der Karte. Crimson Radio, so. Das ist auf der Karte markierte Sache. Michael, fahr geradeaus. Okay, dann hier. Leidest du mich jetzt einfach, ja. Geradeaus über die Kreuzung rüber. Dann nächste nach rechts.
Ja. Geradeaus, kannst du da drunter durchfahren? Nee? Nee. Dann da hoch, geradeaus. Sicher, dass wir nicht einfach runterlaufen können? Geradeaus, los. Ja, warte mal. Na, schießen. Ich bin gerade irgendwie aus wie in den Säurefass gefahren. Dann hart rechts. Und die nächste nach links. Ja, unser Auto wurde uns gerade unterm Arsch weggeschossen. Wer war das? Du warst das. Die Rache. Ein Auto kaputt geschossen. Jawohl. Nochmal machst du sowas nicht. Melde mich ab. Ja, melde dich mal ab. Ich hoffe auch da, wo wir jetzt hingehen, in die Richtung. Warte mal, haben wir hier irgendwo einen Laden? Ja, da hinten gibt es auch Läden. Ja, ja. Oder warte mal. Von was reden wir jetzt? Okay, jetzt bin ich noch verstanden. Ja, ich wollte gerade sagen, du läufst doch irgendwie gerade voll falsch. Ja, ich hätte nach rechts, nach links abbiegen müssen, nicht nach rechts hier lang. Ich laufe auf der anderen Seite lang, das sollte auf das gleiche drauf rauskommen. Jupp. Seh dich! So, hier vorne gibt es nämlich, glaube ich, ja, hier gibt es einen Laden, das kann ich erstmal ein bisschen Gedöns verkaufen. Hm. Wobei, alle Waffen, die ich im Inventar habe, sind ein Level, das ich nicht haben, aber die kann ich erstmal verkaufen. Ja, aber es Moment. Gibt, du findest ja genug, ein bisschen was für Geld verkaufen weiß, ist schon nicht verkehrt. Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Das kann weg, das kann weg. Das hebe ich auf. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ding kann weg. Ich brauche auch viel Zeug im Inventar schon wieder. Ich werde mir auch wahrscheinlich als nächstes gleich noch ein oder zwei Inventarerweiterungen kaufen. Dass das erstmal erledigt ist, dass ich mir da erstmal keine Sorgen machen muss. Normalerweise handle ich mit Organen. Aber das Ding weg. Das Ding weg. Und das Ding weg. Schau mal wieder vorbei. Du wirst es nicht bereuen. Wäre das erledigt. So, und hier kriegen wir irgendwo die Mission, oder wie war das jetzt, oder? Ja. Also hier ist auf jeden Fall eine Nebenquest, aber das ist von ihr da. Die können wir ja auch machen, die Nebenquest. Ja, ich würde jetzt erstmal eine Nebenquest machen, um ein bisschen zu leveln. Ja. Meine, ja, wir sind jetzt zwar Level 11, aber ich sag mal, da kommen wir dann näher an Level 12 ran, wenn wir die nächste Mission machen. Ja, Lorenz brauchen sofort Dosis Koffein. Oh ja, es geht um Kaffee. Dass ich ja, das natürlich machen wir das. Verwüstete Stadt wieder zivilisierter zu machen. Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff über. Sicher, das war die falsche Mission. Ach so. Hast du die Daten? Ja, gut, wir können ja trotzdem die andere machen. Wenn ein Kommandant einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen. Kaffee? Geh für den Anfang zum Rise and Grind. Halt die Klappe, du großes Ding, ich wollte dich noch nicht anrufen. Ich viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um mein Unternehmen kümmern. Dann ist es dir wohl auch egal, wenn ich das Hirn in den nächsten Gully da, werfe. Koffeinsucht. Warte, okay. Wo müssen wir hin? Ich hab Atlas. Mir gefällt übrigens die Stadt. Ich finde, das ist richtig cool gemacht, dass wir hier so eine ganze Stadt haben. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden. Oh Gott, ich glaube, wir müssen uns am. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Siehst du das angesetzt? Also, ich sehe irgendwie das Symbol nicht auf der Karte. Bin ich blind? Ach, da hinten. Gut, da können wir hinlaufen. Da weiß ich, wo wir hinkommen. Gut, wenn du sagst. Ja, das ist nur hier vorne um die Ecke. Das Stückchen kann man laufen.